Servus, Leute. Ja, ich werde in Zukunft nicht mehr wie üblich mit Servus, Mister Freunde grüßen, da in Zukunft ja immer wieder mal andere Videos kommen werden, eben so wie dieses folgende jetzt. Ja, ich will einfach noch dieses Video zu meinem vorigen Video hinterher schieben, habe ein großes Bedürfnis darüber etwas zu reden, weil ja, was da gerade so abgeht, teilweise mit den Smartphones, also diese Entwicklung, was da so stattfindet. Ja, die finde ich wirklich etwas bedenklich und teilweise besorgniserregend. Ja, Smartphone ist schön und gut, ist sicher sehr, sehr praktisch oftmals, aber ich finde, viele wissen irgendwie nicht damit umzugehen oder ich denke mal teilweise oder oft ist es so, dass sie ja teilweise nicht mitbekommen, wie sie das auswirken kann, wenn sie ständig ihr Smartphone in der Hand haben und in jeder freien Minute da reingucken. Ja, also vor allem ja, Kinder, ne? Also Kinder bis Jugendliche, wenn die ständig ja, mit ihrem Smartphone rumspielen und sich nur fast nur mehr damit beschäftigen. Ich finde das nicht gut, muss ich sagen. Ja, es ist einfach sehr auffallend. Ich fahre mit dem Zug immer zur Arbeit, mit dem Zug nach Hause. Fast jeder hat so ein Smartphone in der Hand und starrt da rein. Wie gesagt, vor allem Kinder, teilweise ziemlich jung. Und die gucken da, ja, anstatt sich miteinander zu unterhalten oder sonst was spielen. Gibt es natürlich schon noch, Gott sei Dank, die nicht nur damit ja, rumspielen oder was. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Ne? Also euch fällt das sicher auch auf, denke ich. Ich will einfach jetzt dieses Video da drehen. Ja, um damit vielleicht den einen oder anderen damit aufmerksam und zu machen und zum Nachdenken zu bewegen vielleicht. Also mein Kind, ich habe noch kein Kind, noch keins, mal schauen. Ja, bekommt sicher nicht so ein Smartphone, keine Ahnung, in welchem Alter das ein Kind dann so ein Ding besitzen darf, aber ja, aber ich muss das bedenken, also so etwas finde ich, prägt ein Kind, wenn ein Kind eben mit einem, keine Ahnung wie alt, sich damit zu beschäftigen beginnt und ja, fast nur mehr damit spielt. Ja, ich glaube, das Kind entwickelt keinen guten Hausverstand zum Beispiel. Ja, nicht weltoffen oder sonst was. Also ich finde das wirklich etwas bedenklich, ja. Und man sollte da etwas zurückfahren. Ja, es gibt ja noch die alten Telefone, mit denen man wunderbar telefonieren kann und SMS schicken kann. Und ja. Ich besitze nur mein Smartphone, um einen Auslandkontakt
zu halten. Ja, ich will einfach untertags mit einer bestimmten Person immer wieder in Kontakt kommen können. Sonst hätte ich wirklich schon wieder mein altes Handy, Nokia, robustes Outdoor-Handy. Ja, das will ich auch noch mal umsetzen. Und auf mein altes zurückkehren. Aber ja, nochmal zurückgeben zu den Smartphones. In einem Thailand-Urlaub zum Beispiel. Ja, da saß ich in einem Restaurant und nebenbei war so eine schöne noble Bungalow-Anlage mit einem Swimmingpool. Vor dem Swimmingpool eine schöne Reihe mit schönen Liegen. Jede Liege war von einem Urlauber besetzt und was da sehr auffallend war, jeder Urlauber saß so auf der Liege mit dem Smartphone. Im Urlaub in Thailand an einem schönen Strand. Da kommen die Menschen oft nicht auf eine bessere Idee als mit ihrem Smartphone. Da in einem schönen Land im Urlaub da rumzuspielen. Ja. Also ich weiß nicht. Ja. Also das sind nur einige Punkte, die mir jetzt so spontan eingefallen sind. Es gibt noch mehrere Punkte, was bei diesen Dingen nicht so positiv ist. Also ja, wie gesagt, ich finde, man sollte da wirklich etwas aufpassen und auch kein Vorbild sein gegenüber den jungen Menschen, gegenüber unserer jungen Generation. Ich finde, man sollte das nicht unterstützen, um ja, dass die Kinder uns Erwachsene sehen, dass wir auch am Bahnsteig oder sonst wo, ja, wenn wir auf etwas warten, mit unserem Smartphone beschäftigen. Also man kann andere Dinge tun. Sicher, es ist sehr verlockend, aber eben, das ist ja auch so ein Punkt. Für viele ist einfach es zu verlockend, in einer Wartezeit sein Smartphone zu nehmen und da reinzugucken und was weiß ich da zu machen. Ja, es ist ja auch schon vieles passiert, ne? Es sind viele Unfälle schon geschehen mit dem Smartphone. Das ist ja teilweise verrückt, ne? Wenn Leute in der Stadt Kopf nach unten zu dem Smartphone rumspazieren, ohne zu gucken, teilweise über die Straße gehen, dann auch schon passiert. Ne? Also das geht natürlich gar nicht. Ja, wie gesagt, unterstützt nicht unsere junge Generation, die Kinder, seid ein gutes Vorbild auch. Ja, packt eure Smartphones nicht in der Öffentlichkeit aus, wenn es nicht sein muss, außer zum Telefonieren logischerweise, aber ihr wisst schon, was ich meine. Besser ein gutes Buch sich nehmen beim Zugfahren oder was auch immer. Übrigens, meine absolute Empfehlung ist dieses Buch hier. Papillon. Kennen bestimmt einige. Also ich hatte schon ewig nicht mehr so ein gutes Buch. Wenn man sich etwas für Abenteuer interessiert, absoluter Hammer. So geil zum Lesen. Da wünsche ich mir, ich bin jetzt ungefähr in der Hälfte, dass das Buch noch 10-mal so dick wäre. Ja, nur so nebenbei, aber wie gesagt, besser ein gutes Buch sich mitnehmen und das Smartphone in der Tasche zu lassen. Ja, das wollte ich wirklich mal erwähnen. Das war mir ein Bedürfnis, das anzuschneiden, dieses Thema. Also da sollte man wirklich etwas aufpassen und speziell bei Kindern. Also, weil das ist sicher nicht so gut für das Erwachsenwerden, um einen guten Charakter zu entwickeln. Da
da gehören diese Dinge einfach meiner Meinung nach nicht dazu. Es ist besser ein normales Telefon mitgeben. Ja. Okay, ich belasse es dabei. Das zu dem Thema von mir. Ja, also bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.